Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Blaze Sky, wo wir der Storyline weiterfolgen. Wir besuchen die Systeme Regret und Mosset und gucken mal, was da auf uns zukommt. Bei den Barboy weiter Daten beschaffen und gasförmige Anomalien scannen. Von der Reihenfolge her werden wir erstmal bei den Barboy vorbeifliegen und dann nach Regret, weil ich das von den Entfernungen richtig im Gedächtnis habe. So. Genau, Mosset und Regret. Zwei Systeme weit. Dann direkt weiter. Komm schon. Kühl dich schneller ab. So, gucken wir mal. Drohnenfeld. So, da hinten sind wir richtig. Fliegen wir direkt mal mit voller Feuerkraft durch. Vielleicht gelingt es uns dann direkt am ersten Anflug. Ui, die schweren Geschütze schießen zwar deutlich langsamer, aber dafür wächst da kein Gras mehr. Im ersten Anlauf, paar Mal reingeschossen, bums, Ende aus. So gefällt mir das. Erstes Missionsziel direkt erfüllt. Da können wir ja direkt weiter zu den gasförmigen Anomalien fliegen. Nach Regret. Da haben wir auch schon deutlich mehr Credits bekommen. 2000. Gleich schon Credits rum. Komme ich dahin, ohne angegriffen zu werden? Jawohl. Und weg. Trilithium kann ich da offensichtlich einsammeln auch. So, da fliegen wir auch mit voll Feuer durch. Ich werde verfolgt offensichtlich. Jetzt nicht mehr. Keine Gegner. So, sehr schön, auch geschafft. Was? Noch eine zum Freischalten neuer Technologie? Leichtes Barbaroi-Geschütz. Freigeschaltet. Okay, jetzt geht's langsam mit besserer Ausrüstung los. Ich will nur mal gucken, ob ich hier gefahrlos vielleicht ein bisschen Credits aus diesen Asteroiden bekomme. Kommt auf Jagdraumschiffen. Was? Barbaroi-Kiesel. Okay, hier kommen Credits raus. Da werde ich mal hier alleine noch ein bisschen schürfen. Wir sehen uns dann gleich wieder.
So, gleich dürften wir auch durch sein mit diesem Asteroidenfeld. Bisschen was haben wir noch. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob hier für das Asteroidenfarm die schnelleren und leichteren Geschütztürme besser sind. Oder tatsächlich hier die schweren und langsameren. Hier sind auch so ein paar Steine, die kann man überhaupt gar nicht anschießen. Das geht nur bei denen, die einem auch mit der entsprechenden Entfernung angezeigt werden. Naja, jetzt geht es wieder den üblichen Weg zurück über Proxima nach Sol. Und mal schauen, ob wir hier weitere Informationen bekommen. So, jetzt habe ich nur bei der Forschung gesehen. Da wurden ja verschiedene Sachen freigeschaltet. Ah ja, hier. Ein billiger Rumpf. Das müsste ich mir dann aber alles auch erstmal kaufen, damit ich mit den Schiffen fliegen kann. Wir lassen uns erstmal bei dem Schiff, mit dem wir momentan unterwegs sind. So. So, jetzt müssen wir wieder über Proxima nach Sol. Da brauchen wir erstmal zwei Sprünge. So, und direkt weiter im Programm, sobald der Antrieb abgekühlt ist. Herr Doktor, erzählen Sie uns doch bitte mal etwas. The scans show that they stole the antimatter technology from the Protium. That's pretty brave for the Barbaroi. Fortunately, we have some new technology to play with. Let's deploy ghost signal satellites to confuse the Barbaroi and collect ship movement data. Okay, weiter Daten sammeln, Satelliten positionieren, um die Signale abzulenken. Okay. Raffiniert, gefällt mir. Ich freue mich schon darauf, diese Satelliten auszuprobieren. Darf ich die einen ausprobieren? Flieg zum Sternsystem Lookout, finde Wegstation Haymarket und stationiere die Geistersatelliten. Okay. Das kriegen wir hin, aber vorher wollen wir noch mit Lee im Sol-System sprechen. Wie es in dem Geschichtsstrang weitergeht. Schön, dass die Kontakte immer geradeaus vor einem liegen, wenn man in das System reinspringt. I was able to play back the tactical data from the battle. I could never do anything like that. Really. Thank you. Sehr gerne geschehen. Ja, was kommt als nächstes? The Barbaroi are spread out over several star systems, each with a different chunk of signal data. I'll leave sorting out how to get that data to you. Ach du liebe Zeit. Weitere Daten auf verschiedenen Schiffen über verschiedene Systeme verteilt. Das hört sich schon nach einer komplizierteren Aufgabe an. Mal gucken. Ha, und meine Antwort ist aber, es sollte nicht sehr kompliziert sein. Bin schon unterwegs. Na gut, wenn du das sagst. So, Sternsystem Regret findet die Yugui-Kolonie. Barbaroi-Signaldaten beschaffen 3 Stück. Doch nur ein System? Okay. So, ich glaube, Lookout liegt aber auf dem Weg zum Stationieren der Geistersatelliten. Genau, das liegt auf dem Weg. Ob ich das wohl unbehelligt schaffe? Da müssen die Geistersatelliten hin.
besten wieder mit voller Feuerkraft durch, würde ich sagen. Ja, es macht richtig Spaß, schon klar. So, keine gegnerischen Schiffe in Reichweite. Die Raketen habe ich immer noch nicht raus. Ich finde das. Warum? Mann! Na komm schon. Okay, Scan erledigt. Ah, mal wieder ein Notsprung. Okay, zumindest habe ich vorher noch geschafft, den zweiten Geistersatelliten zu installieren. Das schaffen wir auch noch mit dem dritten. Mitten im Scan. Habe ich es vielleicht noch geschafft? Na? Tatsächlich. Nee. Was? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich muss wieder alle drei neu. Warte mal, wo bin ich denn hier überhaupt? Nee, hier muss ich nichts mehr erledigen. Oder? Nee. Musette und Regret. Ach, tatsächlich. Geschafft. Und wie immer, mitten im Gefecht hier. So, Geistersatelliten stationieren. Die Leviathan-Untiefe. Das hört sich nicht vertrauenserweckend an. Leviathan deutet auf riesige Ungeheuer hin. Oh oh. Ist das der Leviathan? Vielleicht beseitigen. Vielleicht tut er mal.
Wahltrompeten. Schaffen würde. So, Geistersatelliten. Ach, ich muss noch immer mehr Geistersatelliten in sich verschiedenen Systemen installieren. So wird ein Schuh draus. Okay. Lass mal ein Stück wegfliegen hier. So, Nostalgia. Denn Nostalgia, waren wir da schon? Nostalgia, da unten. Gefahrenstufe hoch. Aber da wir eh an Regret vorbei müssen, wir zumindest wenn wir so rumfliegen, da können wir auch noch flott die Signaldaten beschaffen. Hier ist die Gefahrenstufe nur Mittel, in Anführungszeichen. Genauso leicht wird wie das letzte Mal. Aber wir müssen zu einer Kolonie. Soweit ich mich erinnere, werden wir da nicht so einfach in Ruhe gelassen. Jetzt noch weg hier. Direkt den Hyperraum. Hahaha. So, jetzt habe ich nur nicht gesehen. Hahaha. Warte mal, wieder in das System rein. Komme ich dann am Anfang wieder raus? Sehr gut. Zumindest aus dem Gefecht raus. Ich habe mich nicht gesehen, was da für ein weiteres System drauf stand. Rost. Rost. Ach, Nostalgia sind die weiteren Geistersatelliten. Und ich mache erstmal die Geistersatelliten fertig. Da komme ich aber so nicht hin, weil ich es noch nicht besucht habe. Da müssen wir über Libertaria springen. Geistersatelliten. Ah ne, Quatsch, ich muss ja erst weiterspringen. Ich dachte schon, ich hätte mich verflogen. Haben wir aber doch schon mal, oder? Das sieht zumindest so aus. Uraltes elektrisches Sprungtor. So, reinfliegen und abhauen. Solange es funktioniert, probiere ich es hier auch. Geschafft.
schon, lass mich. Mist! Gut, es fehlt nur aber nur noch einer. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das jetzt hinbekommen im zweiten Anlauf. Kryptomakler. Oder auch nicht. Man darf einfach die Gegner nicht anrammeln. Mal gucken. Voll getroffen. Wer, wen, was? Wir haben's. Alle Geister sind gut und wurden stationiert. Und mich hat's wieder fast zerrissen. Kann ich aber wieder reinworben. Na, worben. Überspringen. Ups. So kann man sich auch aus der Affäre ziehen. Also Hypersprung geht in jedem Moment. Finde ich im Vergleich zu anderen Spielen nicht schlecht, dass man an sowas immer gehindert wird durch einen Angriff. Warum sollte man? So, er möchte, also der Doktor möchte sich zurückkommen nach Proxima. Aber freilich erledigen wir vorher noch die andere Mission. Barbaroys Signaldaten in Rost. Schaffen. So, zweimal springen. Ja, direkt mitten im Gefecht hier. Das soll mich aber mal nicht interessieren. So, weiter nach Rost. Kontrolle. Durch die Divexo. Gefahrenstufe ist Ultra. Ultra. Oh wei. Na gut. Wir machen es trotzdem. Barbaroy-Signale beschaffen. Wut? Oh oh. Anhalten. Boah, zwei Treffer, Notstrom. Ja, da kann man wirklich sagen, Gefahrenstufe Ultra. Boah. Wahrscheinlich keine gute Idee, da reinzufliegen, oder? Okay, nicht gegen die Wut fliegen. Also man darf sich gar nicht treffen lassen. Ach, jetzt hat er einen Hypersprung gemacht. Wieder denke, weil ich hier automatisch immer die Shift-Taste drücke. Die Dunkelheit wird kommen.
kommst du nicht weit, wenn du dich treffen lässt. Mal gucken. Vielleicht hält das Ding ja nicht viel aus. Nee. Also Angriff nützt hier überhaupt nichts. Das kannst du komplett vergessen. So, jetzt ist das Schiff aber auf der anderen Seite. Ich versuche hier mal ein Stück wegzukommen. Dann schleichen wir uns von hinten an. Vielleicht. Archai. Okay. Ach, boah, gut, dass die mich nicht angegriffen haben. Ich sehe dich. Na komm. So, ich hab alle. Weiter nach Bone. Boah. Aus der Gefahrenzone raus. Himmel hilf. Hier ist die Gefahrenstufe nur hoch. Der Kohlensacknebel. Gegner oder keine Gegner, ist hier die Frage. Wahrscheinlich wieder nur... Genau, Strahlung. Okay, man bestimmt auch verschiedene Technologiepunkte. Die einem dann Ausrüstung die jeweiligen Fraktionen bringen. Okay. 99 zum Freischalten der nächsten Technologie. Achso, was habe ich bekommen? Der Barbaroi Cutter freigeschaltet. Jagdraumschiff. Modernes Design. Ganz nett gemacht. Auch, dass man im Forschungsraum gar nichts aussuchen muss. Man bekommt einfach die Punkte und die neuen Technologien. Also es ist wirklich... Für Leute wie mich gemacht das Spiel. Einfach zu erlernen, einfach zu spielen. Bis auf die Frage, wie schieße ich hier eine Rakete ab. Gut, die weiteren Infos und Missionen holen wir uns dann in der nächsten Folge ab. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da, klingelt das Glöckchen, damit ihr eine dementsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Bis hierhin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.